Servus zusammen und recht herzlich willkommen im LS22, noch dem LS22, ganz, ganz wichtig zu betonen, denn seit heute Freitag 13 Uhr geht es los. Die ersten Content Creator sind schon unterwegs im LS25 und zeigen die ersten Streams und Videos, aber wir sind leider dann noch nicht so weit mit dabei. Dabei sind aber unsere Rehchen wieder hier, die jetzt wieder mal durch die Wände verschwinden. Ja, altbekanntes Thema. Wir haben hier den C-Tor zusammen mit meiner Lieblingsspritze, der Querneland, und wir haben noch ein bisschen was zu tun, nämlich erstmal umzustellen wieder mal auf Pflegebereifung, denn wir wollen jetzt raus aufs Feld und müssen noch ein bisschen düngen. Wir haben ja zwei Felder, die sind fast erntereif. Ich bin gar nicht mehr sicher, ob das überhaupt noch was hilft, aber wir werden es mal probieren. Wir werden uns das Ganze ansehen, und wichtig ist natürlich hier Precision Farming, was jetzt fürs Düngen nicht ganz so wichtig ist, aber ich habe natürlich die Spritze schon mal vorbereitet, dann auch, wenn wir in Bälde mit Sicherheit auch gegen das Unkraut vorgehen müssen. Pflegebereifung ist drauf, dementsprechend ist der C-Tor vorbereitet und wir können schon mal langsam rausfahren. Wir haben nämlich ein Maisfeld direkt am Hof und wir haben noch das Sonnenblumenfeld, das große, große Sonnenblumenfeld, und das müsste ja auch bald erntereif sein. Fahren wir mal hin und schauen mal, was der Kollege hier spricht, ob er es zulässt oder nicht. Ich weiß es nicht. Normalerweise würde ich jetzt nicht düngen, aber wir wollen es einfach mal ausprobieren. Auf der Zilonka, die Map, die wir hier noch im LS22 spielen, aber in wenigen Tagen dann auf dem LS25. Auf jeden Fall in einem kleinen Projekt, denke ich mal. Aber ansonsten ganz, ganz wichtig, Freunde. Schaut mal in die Community, da werde ich hätte bereits abbiegen sollen, sehe ich gerade. Warte. Hinter mir ist zum Glück nichts, denn wir müssen hier abbiegen zu unserem Sonnenblumenfeld, aber wir warten noch, bis der hier vorbeifährt. Denn ich wollte loswerden, dass ich natürlich wieder mal eine kleine Umfrage mache. Ihr werdet entscheiden, in welchem oder auf welcher Map im LS25 wir unseren Livestream starten werden am Dienstag, den 12. November, wenn alles gut geht und ich dann auch entsprechend meine Version vom LS25 bekomme. Ich warte da auf den Paketboten, das Ganze ist geordert und soll dann doch hoffentlich am 12. der LS25 bei mir doch im Briefkasten landen. So, hier haben wir unsere Sonnenblumen. Wir sehen Stickstoff 20 von 80. Da muss noch ein bisschen was drauf. Wir sind bei Ertrag 86. Da wollen wir mal schauen, ob wir das Ganze steigern können. Und wie gesagt, ihr schaut mal nach, wie das dann bei euch aussieht, wie ihr Bock habt. Wollt ihr die amerikanische Map? Wollt ihr die asiatische Map, die ja auch heute nochmal in einem kleinen Preview vorgestellt wurde, zusammen mit einem Entwickler im Interview? Und die Hutan Pantai. Oder wollt ihr die Zilonka sehen im Livestream, die zum Beispiel ja auch der Yogi bereits hier zockt im LS25, hat die ersten Videos hier schon veröffentlicht. So, wir lassen mal den Helfer laufen und das scheint zu funktionieren. Dann lassen wir mal die Karte und wir sehen, es passiert was. Also wir können düngen, so wie es aussieht. Hervorragend, das freut mich. Und dann Warte mal. Stopp, wir bleiben mal kurz stehen. Oh, da sind wieder die Vögelchen. Dann springen wir mal einmal rum, damit wir uns hier nicht verheddern. Genau, 93,80. Wir kriegen jetzt hier einen erwarteten Ertrag von 93%, 94%. Und was wäre es sonst gewesen? Ja, 84%, also knapp 10% mehr. Das ist gut. Wo ist denn unser Schlepper? Man sieht ihn gar nicht. Doch hier, hier ist er. Hervorragend. Dann gehen wir nochmal rein und schicken ihn los. Ja, und da hat er ein ordentliches Feld. Also da haben wir uns ein wirklich schönes, schönes, großes Feld, die es ja davon einige gibt hier auf der Zilonka, haben wir uns hier ersteigert sozusagen. Wer sieht es, nebendran ist auch noch ein Feld, das fast dieselben Ausmaße hat. Und dann gibt es noch ein drittes Feld. Also wie gesagt, hier kann man schon auch ein bisschen Big Farm Projekte machen. Und man kann mit Sicherheit die neuen Helfer, die ja auch vorgestellt wurden in einem kleinen Preview,
die Spurführung, die wir eigentlich immer als GPS bezeichnen, und der KI-Helfer. Also auch das wurde jetzt gerade in einigen Bildern vorgestellt. Sieht sehr, sehr gut aus. Freut mich vor allen Dingen, dass es dann wirklich dann noch einige Einstellungen gibt, wie zum Beispiel, wie viel Vorgewände oder ob wir mit Versatz arbeiten wollen. Und hier ist immer bitte zu bedenken, dass natürlich die Entwickler auch an die Consoleros gedacht haben. Und ich finde es wirklich sehr gut, wie sie das dann letztendlich implementiert haben. Jedenfalls von der Optik, von den Bildern, die wir da gesehen haben, sieht das alles sehr, sehr gut aus. Sehr, sehr vielversprechend. Und dann gibt es ja auch immer so ein kleines Vorschaubild auf der rechten Seite, wo man dann eben auch sieht, wie die KI das Ganze dann berechnet, sodass man dann auch schon mal eine Vorstellung hat, wie der Helfer oder das GPS dann funktionieren. Da freue ich mich sehr drauf, denn wir werden, wie gesagt, dann ab dem 12. dann hier auf jeden Fall den LS25 zocken, vorausgesetzt der Paketbote wirft mir keinen Zettel rein und sagt, ich kann das Spiel dann am nächsten Tag abholen. Dann werden wir schön im Livestream hier die erste Map für euch spielen, da werden wir all diese Dinge dann auch schon mal ausprobieren, auf der Konsole wohlgemerkt, auf der Konsole, und wir werden mit Sicherheit auch noch viele, viele andere offene Fragen für die Consoleros klären. Wie viel Speicher zum Beispiel für Mods werden wir haben? Gibt es jetzt endlich auch mehrere Speicherpunkte für zum Beispiel, ja, dass wir mehrere Spielstände abspeichern können pro Map? Und wie wird das Baumenü sein im LS25 für die Consoleros? Wird es genauso schick und schön und vor allen Dingen präziser als sonst? So, ich glaube, hier muss ich mal kurz eingreifen, damit mein Helfer hier auch wirklich seine Arbeit macht. Ah, der Zetor, der ist immer so ein bisschen träge mit der Schaltung. So. Und dann werden wir hier wieder mal ein Vorgewende fahren. In der Zwischenzeit mal Motor aus, denn wir gucken mal, wo ist er denn, wo ist er denn? Hier ist er, er ist schon fertig, der John Deere 6R, der ist fertig hier. Das heißt, wir gucken mal. 98%. Und natürlich wächst hier Unkraut. Das heißt, da sind wir dann auch vorbereitet mit unserer schönen, schönen Spritze. Dann packen wir das Ganze ein, bevor wir drüben weitermachen. Bringen das zum Hof. Mal kurz zurücksetzen. Und Walzen werden wir uns sparen, zumindest jetzt mal am Anfang. Auch wenn man ganz klar sagen muss, dass hier die Felder wirklich sehr, sehr helferfreundlich gestaltet sind, muss man einfach auch so sagen. Wurde auch in die Kommentare geschrieben. Vielen Dank dafür. Also hier muss man echt sagen, die Zilonka für den Standardhelfer jedenfalls ist schön, weil genügend Platz in der Regel ist. Aber bei dem Feld hier, da wäre ich trotzdem vorsichtig, wenn dann doch diese Gräben sind, da sollte man dann vielleicht doch noch ein Vorgewende vorsorglich fahren, bevor man dann eventuell doch im Graben landet. Mir fällt gerade ein, wir haben daneben dran unser Grasfeld, das ich eigentlich mähen wollte. Und dann habe ich ja festgestellt, das ist noch im Wachstum. Ja, da müssten wir im Prinzip auch ein bisschen Stickstoff, ein bisschen Kalk drauf machen. Wäre vielleicht nicht verkehrt. Wäre vielleicht nicht verkehrt. Schauen wir mal, wie weit wir es kommen. Es ist schon 16.58 Uhr. Und ich will eigentlich schon zügig in den nächsten Monat kommen, damit wir auch mit unseren Materialien weiterkommen. So, hier drüben. Ja, will ich es auch ganz kurz ansprechen. Es kam ja ein Map-Preview zur Zilonka, damit wir auch mal sieht, wie die Zilonka dann eben im LS25 aussieht. Und sie sieht schick aus, aber die Höfe haben sich nicht verändert. Zumindest das, was man sieht, wobei man sagen muss, da hat, glaube ich, der Regisseur bewusst die Höfe ausgespart, damit man sie nicht sieht. Es gibt zwei, drei Kameraeinstellungen, da kann man sie in der Entfernung erkennen. Und da man nichts anderes sieht als das, was man auch hier sieht, sage ich einfach mal, ja, da hat sich nichts verändert. Und ich glaube, beim Yogi sieht man es jetzt auch schon. In dem ersten Video von der Zilonka, da bastelt er ja auf dem Starthof, den wir schon gar nicht mehr haben, auf dem Starthof, und der sieht eben identisch aus wie im LS22. Und da muss ich sagen, ja, schade, schade, schade. Da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, zumal man ja auch sieht beim Yogi, wenn der dann anfängt da zu basteln, dass es anscheinend doch ganz ordentliche Gebäude zu geben hat hier am Anfang, sodass man da auch ein bisschen was basteln kann. Aber nun gut, ist es so, sei es drum. Schauen wir mal, wo wir das Teil jetzt reinbringen. Ich glaube hier nebendran. Wir könnten natürlich auch den Teleskoplader rausnehmen. Ja, das packen wir einfach so quer rein. Dann ist gut.
Sehr schön. Okay, dann lassen wir den erstmal so stehen, gehen wieder zurück zu unserem C-Tor und machen hier mal ein Vorgewende. Und ansonsten der große, große Unterschied scheint zu sein, A, es ist jetzt eine BGA drauf und zwar eine relativ große. Man hat dann jetzt doch eine BGA draufgepackt hier auf die Zilonka. Und das Zweite, es gibt wohl da hinten rechts irgendwo, so da, wo wir jetzt gerade hinschauen am Berg, da wird es wohl irgendein Industriegebiet geben. Und interessanterweise ein großes, großes, ich weiß nicht, ob es ein Getreide, ob es die Getreidemühle sein soll oder irgendetwas. Auf jeden Fall irgendein größeres Industriegebäude mit vielen, vielen Förderbändern. Was es genau ist, weiß ich noch nicht. Muss man noch ein bisschen rätseln. Ob das jetzt mit den neuen Feldfrüchten zusammenhängt, bin ich im Moment noch am Zweifeln. Werden wir sehen. Dann eben ab dem 12. November, noch wenige Tage, dann kommen auch die Sterblichen, die Normalsterblichen zu ihrer LS25-Version. Wie gesagt, im Moment sind die Creator alle dran, hier zu Videos und Streams zu machen, um uns hier schon mal ein bisschen einzustimmen. Natürlich der eine oder andere auch jetzt schon mit entsprechenden Tutorial-Videos, andere, die schon im Let's Play sind und andere wiederum, die im Stream alles bis ins Detail auseinandernehmen, ob das jetzt die Bodenverformung ist, ob es die Maschinen sind, die Sounds, die Zäune, die man ziehen kann für die dynamischen Weiden und ähnliches. All das wird jetzt schon vorgestellt oder freue ich mich auch drauf. Ich denke, ihr auch. Da freuen wir uns alle drauf, wenn es dann eben dann am 12. für uns alle soweit ist. Denn die Fragen sind alle noch groß. Das kann man gut beobachten, wenn man in die Chats schaut. Jeder will wissen natürlich, was das Sache ist im LS25. Yo! So, wir spielen ja wie gesagt bewusst die Zilonka, weil ich dann auch vorhabe, im LS25 da das erste Projekt zu starten. Aber ich weise nochmal darauf hin, wir wollen natürlich auch erstmal mit einem Stream beginnen und ihr werdet entscheiden, auf welche Map wir gehen wollen. Ob das jetzt eben die osteuropäische, die asiatische oder die nordamerikanische ist. Da dürft ihr wieder voten, einfach bei mir im Community-Tab. Und ich bin mal gespannt, was ihr bis, sagen wir mal, den 12. November, ja, sagen wir 17 Uhr. Wir machen das wirklich ganz, ganz kurzfristig, denn ich denke, wir werden entweder so 18, 19 Uhr in den Stream gehen. Sagen wir also 17 Uhr werdet ihr voten dürfen und da bin ich drauf gespannt. So, wir machen hier mal selber das Vorgewende. Quatscht, die Wände, nicht das Vorgewende, sondern die Wände sozusagen. Hervorragend. Und dann fahren wir jetzt selber, weil das, denke ich, kriegen wir gerade so hin, oder? Sparen wir uns wieder ein bisschen Helfergeld. Ja, da fahren wir nämlich genau hier in der Bahn. Das ist ja das Schöne immer bei der Einzelkorntechnik, wenn man kein GPS hat, was aber der bald der Fall sein wird. Wenn man kein GPS hat, dann kann man ja auf jeden Fall hier bei Mais und Sonnenblumen hervorragend die Spur halten. So, und heute Abend, Freitag, 22 Uhr, Late Night Farming bei mir auf dem Kanal. Und ihr habt auch hier gewotet, ganz, ganz knappe Kiste, wieder mal für die Deichhof-Abendfrieden. Die liegt euch am Herzen. Die Oberfranken, die war ganz, die Oberschwaben vom Yogi war zwar eine Stimme geschlagen, aber eine Stimme ist eine Stimme und deswegen geht's heute Abend wieder mal in die Deichhof Abendfrieden vom Kalle. Freue ich mich auch schon drauf. 22 Uhr, auf jeden Fall 3 bis 3,5 Stunden werden wir zocken. Late Night Farming bei mir hier auf dem Kanal. So. Dann haben wir hier noch mehr als die Hälfte drin. Hervorragend. Ja, ich habe vorhin festgestellt, dass ich aus Versehen in den Einstellungen automatisches Kaufen noch nicht ausgeschaltet hatte, weil ich spiele nie mit automatischem Kaufen eigentlich. Und außer halt mal bei
Mist beziehungsweise bei Gülle, wobei da nicht automatisch kaufen, sondern dass er eben das aus dem Stall dann direkt nimmt, sodass wir da nicht wieder zurückfahren müssen bei den größeren Feldern. Aber sonst spiele ich immer ohne automatisches Kaufen und das habe ich erst gemerkt, weil die Drille war unterwegs, der John Deere war ja mit der Drille unterwegs und dann habe ich eben gesehen, dass das Geld zügig abnimmt und habe dann den Fehler natürlich entsprechend korrigiert. So, da sind wir durch. Da müssten wir jetzt durch sein, hervorragend. Dann klappen wir mal zusammen und fahren hier aus dem Feld raus rüber zum Maisfeld und dann werden wir da auch noch entsprechende düngen. So, auch hier muss man aufpassen. Auch hier hat es wieder Gräben. Ja, das ist alles nicht ganz so trivial. Also wie gesagt, es ist helferfreundlich, aber zwischendurch sind auch diese Gräben. Und ob da der Helfer dann auch jedes Mal aufpasst, da ist Vorsicht die Mutter der Porzellankiste. So, da kommen die zwei Wege zusammen zur Straße. Und dann müssen wir auf jeden Fall an der Fabrik hier rechts vorbei. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, ja. So. Mal kurz einen Blick reinwerfen. Ich habe echt keine Ahnung mehr, was das jetzt hier für eine Fabrik ist. Ob das die Getreidemühle ist. Ja, das wird die Getreidemühle sein, denke ich, oder? Ja, das sieht doch stark nach Getreidemühle aus. Ja, ja, wird die Getreidemühle sein? So, was steht denn da rein zufällig? Farming Simulator 25, Pre-Order, now. Ja, ihr habt noch ein bisschen Zeit. Ihr habt noch ein bisschen Zeit, wenn ihr natürlich die Bonis haben wollt. Und im großen Paket, in der Collector's Edition, da gibt es ja dann auch noch den New Holland in der Golden Edition. Den großen Drescher. Habt ihr noch ein bisschen Zeit? So, hier geht's wieder raus. Dann werden wir das Ganze wieder aufklappen. So, und hier das Feld, was wir ja hier schon bearbeitet haben. Ups. Da wird natürlich höchstwahrscheinlich auch. Ah, das ist ein Grasfeld. Ist ja ein Grasfeld. Da gibt es natürlich kein Unkraut. Sehr gut. So, hatte ich schon total vergessen. Okay, ab die Post. Was zeigt er an? Oh, hier muss kräftig drauf. Hier muss kräftig Material drauf. Okay. Dann schauen wir hier nochmal. Motor aus. Ja, ich hätte eigentlich auch die Spritze einstellen können. So. 82, 83, 83. Was hätten wir gehabt ohne Düngen? Oh, 62. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Und auch hier finde ich gerade so den Schlepper wieder. Motor an, Spritze an und los geht's. Und immer schön die Spur halten, Freunde. Was uns natürlich zukünftig leichter fallen wird, jetzt mit GPS. Da freue ich mich richtig drauf. Vor allen Dingen, weil man dann auch Bahnen überspringen kann. Das ist natürlich schon eine tolle Sache. Dann kann man wirklich auch den normalen Helfer beim Dreschen zum Beispiel, kann man losschicken und dann kann man selber mit dem zweiten Drescher die ungeraden Bahnen. Also der Helfer fährt die geraden, selber fährt man die ungeraden Bahnen und das passt dann. Also das wird mit Sicherheit auch ein tolles, tolles Event. Vor allen Dingen halt auch optisch eine tolle Sache. Ich habe das mal auf der Neubartelshagen haben wir das mal gemacht. Ich glaube, das sind wir sogar mit drei Dreschern gelaufen. Und ist natürlich dann nicht ganz so trivial mit dem Helfern, aber kriegt man hin. Und es sieht dann halt schon, ich glaube, da hängen wir am Baum fest. Also das zum Thema helferfreundlich. Da machen wir ein Vorgewende. Sicher, sicher. So. Nee, also das ist dann auf jeden Fall eine interessante und spannende Sache, wenn man dann auch eben mit GPS arbeitet. Wenn man auch zu zweit auf dem Feld unterwegs ist, hilft das natürlich auch ungemein, wenn dann eben man selbst immer nur jede zweite Bahn fährt.
Und der Kollege weiß dann eben, welche andere Bahnen er fahren muss, wie er da rein muss. Ist natürlich eben, wie gesagt, für Multiplayer auch hervorragend. So, das Feld hier, da haben wir gekalkt. Das gehört auch uns, ist aber erst im nächsten Monat fällig. Und mit fällig meine ich für die Ansaat. So, passt das soweit? Ja, da sind wir wieder in der Spur. Das passt, denke ich. Hervorragend. Tempomat rein, laufen lassen. Ja, und da werde ich jetzt hier soweit die Felder fertig machen. Und dann denke ich, sehen wir uns in der nächsten Folge auf der Ziellonka. Ich weiß noch nicht genau, wann ich die produzieren werde. Ich denke am Sonntag. Am Sonntag solltet ihr dann wieder eine Folge Ziellonka bekommen. Und dann sind wir ja schon ganz, ganz dicht dran am LS25. Montagabend gibt es dann die Oberschwaben. Vom Yogi nochmal im Livestream ab 20.30 Uhr. Da würde ich mich freuen, wenn ihr euch wieder zuschaltet. Ansonsten geht es dann hier richtig los. Aber wir werden immer noch weiterhin natürlich auch den LS22 weiter zocken. Ist klar. Denn wir müssen uns natürlich darauf einstellen. Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir für den 25er ja am Anfang keinerlei Mods haben. Also deswegen werden wir da wirklich back to the roots, den LS25 spielen, und hier im 22er, da haben wir natürlich noch jede Menge Möglichkeiten, um das Ganze hier ein bisschen geschmeidiger zu gestalten. So, Freunde, das soll es für diese Folge gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Ich werde hier weiter natürlich noch düngen und sage wie immer an dieser Stelle Tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal, euer Baden-Farmer.